Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu PVZ Garden Warfare 2 mit dem doofen Kommerzskandal, der dem Papa mal spielt. Korrekt! Wegen der Rosie hier, das Popcorn-Bart bekommen hat. Was ist die Rosie schuld? Niemand sonst. Ja, spielt die Feuer Rosie, die laut Stefan nicht so gut ist. Soll ich kurz zeigen, wieso? Sie hat kein Auto-Aim. Ich mach's mal kurz. Was willst du mir denn zeigen? Ne, warum die nicht so gut ist. Weil die auflädt. Genau. Die normalerweise sie tut ungefähr so schießen. Yay, Dauer. Das sieht doch lame aus. Ich spiel nicht die Eis. Solange du die Eis nicht spielst, ist alles gut. Die Eis, also die Feuerzündung, die da wenigstens immer, die Eis friert noch nicht mal so oft ein. Zeitreisepark. Guck mal, wo ich gelandet bin. Ich ignoriere es einfach. Ich bin nicht zufällig drauf gelandet auf dem Fahrzeug. Warte, ich hab Zeitreisepark. Hab ich nicht, aber okay. Und ich muss noch eine perfekte Welle machen. Hab ich zwei Aufträge. Es ist ja auch so schwer, jetzt eine perfekte Welle hinzubekommen. Ja, wir schaffen die erste noch nicht mal. So scheiße sind wir. Ich könnte nachher meine Gift Bro, die ist auf Level 10 bringen. So viele Sterne habe ich. Ich habe 57 oder so. So, den Witz erzähl ich aber nee, jetzt nicht nochmal, sonst geht Thorsten wieder flöten. Dann ja, dann verabschiedet sich wieder sein Test. Bitte Leute, ich wollte ihn nicht hören. Er war nicht dumm. Er war nur weiter gedacht. Er hat mal wieder kurz gedacht. Oder das, je nachdem wie man es nimmt. Naja, so kurz wie du bist. Hallo, kannst du mal aufhören mich zu mobben? Nein. Und jetzt wisst ihr, warum Thorsten und ich uns in der Aufnahme immer gegenseitig ärgern. Beziehungsweise mobben. Es ist ein Feature von uns. Das ist keine Fehlfunktion, das ist ein Feature. Ich bin umgegengeknallt. Genauso wie alles kein Bug ist, sondern auch nur ein Feature. Es ist nur ein Feature. Ich habe jetzt aber beschlossen, dass hier der Garten ist. Dann beschließe ich mal, dass hier ein Halbmoment kommt. Ganz weit entfernt. Aus einer weit entfernten Galaxie. Bitte, gib mir einen kompetenten Danke, Übertragung. Toll, jetzt haben wir zwei Eisbilze da. Hast du ein bisschen zu viel Sonne abbekommen, wa? Was? Du. Ja, mir ist so warm, dass ich unbedingt in dahin pflanzen musste. Dir bestimmt auch, oder? Ne, du bist eher ein heißer Typ. Aua, das hat mir selber wehgetan. Keine Ahnung, ich kann es irgendwie nicht sein lassen mit diesen Wortwitzen. Das war schon wirklich... Thorsten? Er kann es nicht lassen. Ich mach das mit extra. Ich treff nicht. Ich aber. Hallo! Also der stand, deswegen habe ich den schon mal getroffen. Dieses Geräusch werdet ihr auch hören. Um das aufladen. Verdammt. Headshot. Ja, wo ist er denn? Da. Was machst du da? Zombies töten. Hey, das ist Farmen. Natürlich müsste dann nach vorne stimmen und alles töten, während ich hier. Da waren drei Stück. Brav, wenn ich so brav hier bin. Guck mal, wir haben beide 5 Kills. Beschwer dich nicht. Thorstens Eispilz? Ein Eispilz. Wer fehlt mir? Also, wenn deine Außenfunktion ist, ist immer noch meiner da. Kann ich da einen Butterschall drüber machen? Nö, oder? Weiß ich nicht. Wir gehen über studieren. Nope.
Können wir sterben? Danke. Da habe ich gerade 69 Leben gehabt. Dann kann unser Nigma. Vielleicht. Guck mal, ich hab auch so was hier ähnlich wie eine ZPG-Rakete. Ah, die hat dich interessiert. Ja, ja. Thorsten? Hm? Bitte erwarte von mir nicht zu viel. Danke. Tue ich nie. Nee, weil ich einfach Mais spiele. Du weißt, wie ich mit den anderen Mais-Typen umgehe. Ja, aber ich erwarte eigentlich sonst nicht viel von dir. Ich sag's doch, wir mobben uns nur noch gegenseitig. Du hast ein bisschen mein Freund. In dieser Aufnahme. Aber nur in dieser Aufnahme nicht mehr. Oh, hier sind wir. Ja. Ja, wo kann ich mein Butterschwein überhaupt einsetzen, wo er nicht geboxt ist? Hier, okay. Wo keine Höhle über dir ist, Mann. Das war gut. Ja, wer weiß. Ja, da kommt ein Melonenzombie auf dich ohne Pylon. Ich hab grad Melonenzombie verstanden. Melonenzombie verstanden. Was? Den Pylonenzombie ohne Pylon. Oder Schwall, dahin. Er rennt noch hin. Wow. Bam. Mit voll viel Schaden gemacht. Zwar ist der Zombie mich schon. Ich finde die Fire Rose hat sehr viel Ähnlichkeit mit der Plasma-Erze. Erze. Ja, die, immer diese Plasma-Erze. Nicht nur alleine von der Schuss. Oh, oh, echt. Ja. Oh, vom Schaden. Alter. Was? Ich hab 50 Schaden gewonnen. Was denn? Gib mir einen anderen Mais, ich treff dich. Du hast den genommen. Ich hab einen Dreierbürste, treff dich. Du hast das Leben wohl als Mais. Hallo? Und du bist treff ich besser als mit. Langsamer hier, aber dann halt nicht. Hey, mein Ess will zusammen arbeiten. Hallo Ziege. Hinter dir. Der ist einfach, der hat Altersschwäche. Genau, Altersschwäche. Hey, da war noch einer neben mir, der hat einfach nur Altersschwäche gehabt, deswegen ist er bestimmt umgefallen. der hat mein Ess zerstört. Junge. Sowas passiert? Hab ich noch Bombus? Ja, zum Bombus. Jo, ich hab weniger. Boah. Du warst Bombus. Heilige Scheiße. Ja, das sollte mir auch mal so wieder mal. Ja, die Bombus Bombe. Die Bombus Bombe hat Langeweile. Ja, was? Boah, da oben. Gib ihn anders, Baby, Soldat. So. Nerv nicht, Pirat. Danke, ich bin. Ich hab was getroffen. So, wo kann ich den Piraten hier ignorieren? Oder einen Ingenieur sogar? Ich mach alles kaputt hier. Wir haben Stieg auf dich zu. Ach, weißt du, warum der Schüsse weg abzieht? Jetzt nur auf Deutsch. Ich weiß, warum der beim Zusammenrechnen Schüsse abzieht in der einen Statistik. Wieso? Wenn du nur anschießt und einer Kollege hier einen Topf, die dann ganz weg macht. Du meinst du also. Ja, genau, wir machen den meisten Schaden, aber die klauen den Kill dann.
Manchmal wieder eine Jackpot-Welle. Lange nicht mehr gehabt. Stimmt, ausnahmsweise. Na, wer kommt als Boss? Kann ich mitleben. Kann ich mitleben. Gigantua. Giga Gigantua. Können wir beide mitleben, oder? Kann ich sagen, wenn er kann ich sagen, wenn er rauskommt? Wenn er in der Höhle rauskommt? Nein. Okay, kommt jetzt die Höhle raus. Hast du Glück gehabt, Bursche. Was ist das, Burschi? Was hast du gerade gemacht? Angezündet. Das hast du aus dem Zauber gemacht. Hui! Weshalb sind wir auf dem Spiel mit dem Feuer? Nein. Ich mit dir. Nein. Einfach nur nein. Ey komm, wir waren bis jetzt eben. Nein. Doch. Was ist denn das, Tommy? Halt still! Ja. Mach du den, der nervt mich. Ach, dich nervt der und mich nicht, oder was? Ja, wenn du so hin und her tappelst. Mach die Ziegen fertig. Ja, mal recht. Na, 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 eine Ziege ist noch da. Okay, keine Ziege mehr da. War da. Alles ist schwer, schön. Hey, nein, nice Bild. Meine Bombe so zerstört. Ich hab noch 17. Jetzt hab ich noch 16. Ich noch eine setzen. Ja, hier. Ich muss mich eh heilen. Ich hab so viele. Muss mich heilen. Pilze. Hey, ich bin gleich Level 8. Du musstest dich ja sowas von heilen. Da war ein Strich weg. Ja. Oh nein, ein Strich. Das waren. Wie viel Leben? Und was für Strich überhaupt? Double kill. Unheilspilz kill. Warum sind wir so irgendwo? Ja, komm aus dem Portal und schieße erst an das FPG-Rakete. Oben wieder. Gut gemacht, Bombe. Hallo, wir sind Doppler. Autsch. Was ist passiert? Genau dieser Wissenschaftler ist passiert. Hallo. Der gerade in deinem Gesicht stand. Butter im Gesicht, besser gesagt. Ja, im Gesicht drin. Hat mit dir gebrannt. Mann. Du darfst wieder setzen. Wie hier wirklich kein einziger Zombie hingeht. Okay, Entschuldigung, war der da vorne weg. Hochspannung. Ernsthaft? Es gibt eine Stromwelle. Mhm. Cool. Wie wo bemerkt? Bist du mal? Nee, Hochspannung kenne ich mal gar nicht. Hallo. Hallo, Physiker. Was ist das, Physiker? Toll. Schwirrbuddelwolf ist ins Leere. War's schon? Aua! Gott sei Dank hat sich nach innen angefühlt. War da gerade Welle beendet? Nein. Nein. Weil gerade kein Gitter da war. Was denn? Ja bitte? Da ist ein Wissenschaftler. Hol ihn dir. Wo ist er hin? Gut. Aber sie können wohl mehr als so Gegner anzünden. Sie können sie aber auch verschwinden lassen. Und umfallen. Das kann sie auch gut. Ja, das ja. Verteidigung Rosie hält nichts aus. Der Major ist mehr der Tank. Ja, ich Tank. Alter! Schaffst du das? Oh, da liegst du! Hallo! Ich war bei einer Sekunde, meinst du, ich warte da jetzt noch?
Ich war gerade dabei. darf ich mich reinen? Ich hab weniger Leben gerade als du. Okay. Mädchen. Hallo, ich hatte 23 Leben. Ja, war ja, was? Ja, 23 Leben. Hat wirklich. Genau so okay, wie 93. So, wieder 150. Wie viel hast du eigentlich? Kein Schaden am Garten. Okay. Halt mir die Augen offen. Nicht blinzeln. Nein. 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 Der war schon gefährlich. Guck mal, Frank Choi. Ja, das, Gut gemacht, Blitzschild. Ich vergesse, wie das Ding heißt. Blitzschild. Nein, 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 nein. Wo kam die her? Ich weiß zwar nicht wie, aber okay. Von da. Ich bin schon voll überfordert. Okay, war meine Schuld. Geh in die Ecke und schäm dich. Nee, ich geh zusammen Blumen und heil mich. Du sollst dich schämen, nicht heilen. Ja, warte. So, jetzt geh ich mich mal kurz schämen. Warte mal, kennst du das? Wo geht's mit Seeds of Time hier? Warte, ich geh in die Ecke und schäme mich. Bin gleich wieder da. Ich bin ein inkompetenter Mais, ich bin ein inkompetenter Mais. Okay, ich komm wieder. Hier fängt das. Nimm dir was mit. Hab Besuch mitgenommen. Der ist ein Pirat. Ah, das ist der Wissenschaftler. Ich mag Champions Zombies nicht. Die sind so nervig. Die halten mehr aus. Genau, das ist das Problem. Sie halten mehr aus. Hier mit Sonnenblume. Da kommt ein Wissenschaftler. Der Ingenieur. Komm mal doch von der anderen Seite. Ach, verdammter Zombie. Auf die Champions zu deffen. Oh no 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 no, ich geh mich mal auch mal heilen. Hallo, was ist denn der Wissenschaftler da? Das war verflixt knapp. Wissenschaftler da wegmachen. Ja, er ist ein Problem. Er ist weg. Gott sei Dank. Alle tot. Mein Eisbiss lebt noch. Ach, Mäulchen. Ich habe gerade eine sehr unangenehme Nachricht in Hamachi bekommen, wahrscheinlich. Die ich mir nicht angucken werde. Na komm, der letzte auch noch. Giga. Ach, verdammt. Das ist er. Der Diamant. Ich wusste es schon immer. Diesen Diamanten kann man nicht trauen. Diese Diamant-Gigantu, ne? Weißt du, wie krass das wäre? So Diamant. Wie viel Schaden kriegt er denn? Eins. Ein schwebender Diamant, ne? Aua! Yep. Denn ist schon einer da? Nein.
Wir haben Verspätung. Haben den Zug nicht bekommen. Bus. Was war das? Der Bus. Ich schätze eher, Garganto würde eher den Zug bevorzugen. Da hat er mehr Platz drin. Warte, 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 Gerät. Das ist böse, Garganto. Das ist sehr böse. Hilfe! Hilfe! Ich kann ihn leider nicht in Ziegen verwandeln. Oh, naja. Ja, das war jetzt TeamSpeak. Falls ihr das gehört habt. Das heißt, diese Person ist wieder übelst am Nerven. Hab ich sie zu fett hierfür? Nein, ist er leider nicht. Egal. Fürs Gold. Fürs Feuer. Hey, ich kann hier sogar noch springen. Ey. Hast du mich gerade mit deinem Strommast geschlagen? Oh, ja, hat voll. Und dann mit Pumpsklo. Mr. Pumpsklo, Sie sind hier an der falschen Adresse. Sie müssen sich auf der Baustelle hinstellen, nicht hier. Also steff deinen Arm. Wissenschaftler. Gut. Ah, da ist er ja. Das große böse Baby. Der Schwein von einem Wicht. Ja. Ich hab den Wissenschaftler da mal weggemacht. Einer der nervigsten Dinge, die es gibt. Komm gleich. Komm gleich. Wenn du gleich kommst, bin ich tot. So. Der muss da rauskommen, da kann ich keinen. Da kann ich keinen Regen machen. Jetzt, da kann ich. Aua, hat er gerade eine Kanone mit dem Namen geschossen? Ja, hat er ja. Wow, oh, vorne ist eine Kanone. Ich mach mit, du schießt doch wohl wirklich. Kanonenkugeln tun weh. Kevin, sie sind sehr unhöflich heute. Voll mit ihrer Mülltonne auf dem Rücken. Was soll der Quatsch? So, wir haben noch ein Problem mit deinem Plumpsklo-Zombie. Oh nein. Er ist zu böse. Einfach die Wüste fokussieren. Kann ich nicht meiden? Ne, die Fenster ist weg. Wow. Ich glaube, ich weiß, wo der Ausgang ist. Oben? Oder hier? Hier. Hier. Ich sag ja, ich weiß, wo der Ausgang Machst ist. Machst du? Gut. Ich hab 27 Stück. Ernsthaft. Wie viele? 100? Fast, ne, mein Gott. 37 oder so. Ach, kommt schon. Geht drauf. Hä? Ach so, vor mir. Wo ist der hin? Da, da. Ja, auf seinen Kanonen. Na, 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 mal ganz langsam hier. Hab ich mich getroffen? Das klingt nach einem Nein. Nein. Und heute Blume ist weg. Schon wieder? Ja. Bis zum Henker. Pflanz sie wieder. Brauchen wir auch nicht mehr, oder? Brauchen wir noch? Hol dich wieder, hol dich wieder, hol dich wieder! Bin da! Da! Gott sei Dank! Wurdest du doch noch mitgenommen? Der BD hat sich doch noch dazu entschieden, dich mitzunehmen. Willst du sogar falsch spielen? Du stellst zuerst so, guckst dämlich, ne? Naja, dämlich guckst du sowieso, ne? Ich gerade so, spiel du willst bitte nicht jetzt auf der Arsch, ich steh doch da. Ja, nein. Hey, wake up! Ja, hast du jetzt auch einen Anschubser bekommen? Gut, ja. Jetzt gehen wir mal schnell in die Statistiken, die cool sind, weil sie coole Statistiken heißen. Abgeschossene Zombies, 80. 99.
Also komm, den einen hätte auch noch machen können, wirklich, ey. Präzision, 45,80. 33,20. Okay, meine Präzision war besser, nicht so schwer, weil du warst ein Mais. Punkte pro Minute, 137. Du hast die kritischen Treffer vergessen, 170. 0. Was? Ich hab nicht einen kritischen Treffer. Ach stimmt, Rosie kann keine machen. Ja. 432. Okay. Also bei Punkte pro Minute, ne? 170. Achso, das war meine. 432 kritische Treffer und 170 Punkte pro Minute. Okay. Abschüsse durch Pflanzentöpfe. 65. 66. Wow! Heilungen habe ich 29 und Teamkameraden. Teamkameraden. Und Teamkameraden wiederbelebt einen. Okay, Teamkameraden habe ich keinen und Heilung habe ich einen. Oh ne, das Heilung. Einen. Okay Leute, würde ich sagen, nachdem Stefan diesen Epic Slow Clap bitte abgebrochen hat, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir wieder PvZ Gang Warfare 2 spielen und vielleicht kommt auch irgendwann mal, wenn wir mal alle Charaktere durch haben, der Multiplayer. Aber das ist noch in recht ferner Zukunft, ja. Na. Ja, okay, na, vielleicht, ja, sehen wir dann. Bitte. Also, tschö.